Und da herzlich willkommen zurück zur Fortsetzung unserer total übertriebenen Höhlentour. Aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall, ne, wie gesagt, noch ein bisschen Kohle einsacken und dann wieder Richtung Haus bewegen, Richtung Heimat. Ja. Das ist heftig. Also wie viele Rainbow-Blöcke wir heute gefunden haben, das ist echt definitiv Rekord. Das ganze Kimmer zählen. Wo ist das unser Haus? Da hinten? Ja, hier geht's hoch, genau. Ja, da hinten. Da muss unser Haus, unsere Heimat sein. Oh, da hinten ist noch ganz viel Gold. Egal. Gold dürfte jetzt erstmal wieder genug haben. Ja, ich weiß, auf die Spitzhacke müsste es eigentlich keine 8 mehr geben. Höchstens eine 7. Wo ist der? Ach, da hinten. Ich wollte gerade fragen, wo der Eingang zur Höhle hier, also Ausgang ist. Aber wir standen ja quasi schon davor. So, jetzt nehme ich mal direkt hier noch ein bisschen Kohle mit. Ich sagte Kohle, kein Eisen. Oh, Alter, überall Eisen, scheiße. Ist ja fast mehr Eisen als Kohle hier. Ach, hier ist noch schon. Na gut, komm, geh mal rein. Wir waren definitiv lange genug in der Höhle. Das ganze Zeug hier lasse ich auch einfach mal liegen. War ja definitiv nicht das letzte Mal, dass wir hier waren, ne? Von daher. So. Top. Easy. Das war ja mal eine doch recht ja. Ergiebige Tour. So, na dann ab nach oben. Na komm. Muss nicht sein. So, was wir zu allererst tun, ist erstmal hier Kladderadatsch aus. Ach, ich hätte meine Tasche nehmen können zum. Na egal. So, was wir zuallererst mal machen, bevor ich hier noch gleich komplett erstmal direkt kollabiere. Also erstmal machen wir da hier mal ein bisschen Arbeitsspeicher freiräumen, ne? Oh, guckt euch das an, Alter. Oh, ist das geil. Oh, wir haben davon gar keine Blöcke mehr. Interessant. Genau. Ihr kommt alle hier rein. Die Erde Erde kann man ja zu Sandstein machen. Die Frage ist, kann man Sandstein dann auch wieder zur Erde machen? Moment mal. Ich dachte, man kann. Warte. Bevor ich hier gleich wieder, ne? Herzinfarkt bekomme. Was? Deckenfarbe? Easy? LOL? Was war das jetzt hier? Achso, ja. Silizium. Ja, da werden wir vielleicht auch mit was brauchen können. Was ist das denn hier? Adobe. Hm. Oh ja. Naja. Oh Gott.
Ja, mit Tunes wollte ich auch noch was machen. Das werden wir dann wahrscheinlich morgen in Angriff nehmen. Ne? Ich wollte noch so ein bisschen Tubes, also Plastik sammeln. Wobei, nee, Plastik haben wir ja mittlerweile schon. Ich schon wieder. Für Dixie-Bumster. Ach, wisst ihr was? Komm, ich lege einfach noch eine Kiste an. Ich meine, das ist ja hier definitiv zu viel. Ich versuche mal ein bisschen. Tja, wie könnte man es am besten sortieren? Achso, du bist wieder zurück. Du bist ja wertvoller Rohstoff. Die Sache ist, wir haben halt hier haufenweise Sachen, wo ich nicht wirklich weiß, ob wir das so sehr gebrauchen können auf Dauer. Wie halt dieser ganze Sand, den könnten wir noch gebrauchen. Genauso wie auch die ganze Erde hier, die könnten wir halt noch gebrauchen, aber ich würde halt gerne auch irgendwie so eine Kiste haben, wo einfach Krempel reinkommt, den wir erstmal nicht gebrauchen. Hier ist zum Beispiel idealer Platz. Den wir erstmal nicht brauchen, wo ich aber auch nicht wegschmeißen möchte. Ja? Ich hoffe, ihr könnt mir Gedankengängen folgen. Dann packe ich am besten mal so eine Kiste in ein Schlafzimmer. So eine Semi-Müllkiste quasi. Wo einfach so ein ganzer Scheiß reinkommt, wie dieser ganze Kack hier. Erstmal hier aufräumen. Also erstmal aufräumen. So, das heißt, du kommst nach da oben, du kommst nach da oben, du kommst nach da oben. Du kommst nach da unten. Du kommst nach da oben. Achso, jetzt werden wir meine Sichtweite runterstellen hier. Haben mittlerweile sogar wieder ein bisschen Kohle. Ich meine, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt mehr haben als davor, aber doch, du müssen wir eigentlich. So, du kommst ein bisschen auch gleich da rein. Du auch, du auch, du auch, du auch. Achso, siehst du, dich können wir gleich mal hier reparieren. Wo ist denn der Hammer? Hallo? Wo ist denn der Hammer? Ach da, wow. Ganz oben links, Alter. Ich suche die ganze Kiste ab, außer die Ecken. Wie im echten Leben. Easy. Alter, das ist so. Ist komplett overpowered. Es sind gerade mal 3 Pixel weg. Von geschätzt 64 Pixel dürften es sein. Oder sind es 64 Pixel? Ach, keine Ahnung. Doch, müsste hinkommen mit 64 Pixel. Oder? Ne, ist das 32? 64? Ich habe keine Ahnung. Fragt mich doch nicht. Auf jeden Fall komplett overpowered. Wir haben maximal ein Zehntel mittlerweile verbraucht. Das ist viel zu krank. Also, da könnt ihr echt sagen, was ihr wolltet. Ist nicht gut. Definitiv nicht gut. So, jetzt machen wir mal alles raus, was wir hier nicht brauchen auf Dauer. So wie dieser ganze Scheiß Sand hier drinne, der kommt komplett raus. Ein paar Stacks können wir hier drinne behalten, ja, aber das ist halt einfach too much hier in der Kiste. So, der Erde auch. Was genug? Ach, wir haben jetzt sogar noch Marmor. Also Silversand haben wir hier auch noch drinne. Nochmal Marmor. Alter Scheiße. Okay, komm, ich versuche mal hier ein bisschen Ordnung drin zu schaffen. Das geht ja gar nicht. Ist ja hier. Das heißt, erstmal alles raus. Oder besser erstmal alles, was man stapeln, also irgendwie einsortieren kann. So, reffen wir erstmal alles hier hinten in die Ecke. Hau Nyan Cat, Nyan Cat, Nyan Kut. Nyan Kutter. So, ganz links Pflasterstein. Daneben gepresster Pflasterstein. Davon haben wir. Achso, da. Daneben Erde.
Daneben kommt jetzt Silbersand. Daneben der normaler Sand. Daneben machen wir einfach mal Cleanstone. So, ein bisschen kreativ sein hier. So, bam, bam. Was, warum so Holz drin? So, hier haben wir noch mehr. Dann kommt Marmor. So, Marmor können wir aber kombinieren hier mit dem Zeug. Ja? So, dann können wir sagen, komm, genau, hier können wir auch kombinieren hier. So. Ja, doch, sie sieht so schon viel besser aus. Wisst ihr was? Machen wir andersrum. Hier kommt mal alle komplett raus. Wir machen das mal von hinten gesehen. So, 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 so. So, hat nämlich den Vorteil, dass wir jetzt hier oben einfach wieder Zeug reinklatschen können, ohne dass es denn die ganze Ordnung wieder durcheinander bringt, direkt. Wobei ihr beide könnt auch direkt nach unten kommen, ist ja hier auch, ne? Gesteckte Kacke, hier Marmor, Obsidian, diese ganze Scheiße hier, von der wir echt en masse haben. So, dann kommst du noch. Da, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. So, und die beide mache ich mal hier ganz hinten in die Ecke rein. So als Special. Easy. Also, jetzt haben wir es hier ein bisschen sortiert. Jetzt kann man hier zumindest sehen wir hier, ne, was wie wo ist. Geil, Omato. So, und weil wir geil sind, ich schmeiß mal die ganze Kacke direkt raus. So. Reicht vollkommen aus. Dann kommt das noch hier hinten mit in die Kiste wieder rein. Ah, jetzt habe ich nämlich auch unvollständige Blocks. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Da habe ich nämlich hier nur komplette Stacks. So, easy. So schafft man Ordnung. Nice. Ich meine, klar, wir können jetzt natürlich sagen, okay, du kommst nach da, du kommst nach da. Können wir hier auch so eine Art Ordnung machen. So. Easy, ne? Wer es braucht, bitte. So, jetzt sieht das Ganze schon wesentlich übersichtlicher aus. Das macht doch gleich auch optisch ein bisschen mehr was her. Geil. Nehmen wir. Du kommst trotzdem mal nach hier hin und dann können wir nämlich das hier noch hier unten mit hinklatschen. So. Marmor. Ach so, siehst du? Kommst du mal da raus? Kommst du da rein? Marmor kommt mal hier mit so Obsidian, ist ja ungefähr die gleiche Textur, ne? Also hier haben wir noch Silbersand, kommt da noch mit hin. So, so, wird ja immer kleiner hier oben, easy. Dann kommst du nach da. Perfekt. Ja, wenn das mal keine Ordnung ist hier. Ja. So. Jetzt würde ich gerne mal, ist unser Inventar soweit leer? Taschen sind alle leer. Okay. Dann würde ich jetzt gerne mal hier ein bisschen Scheiße mitnehmen. Sachen, die wir dann mal bei unserer Farm endlich mal anpflanzen können. Dann denke ich vielleicht nächstes Mal auch mal daran, ne, endlich mal die Farm ein bisschen in, ja, zu benutzen quasi.
Himbeeren, Blaubeeren, davon haben wir wirklich nicht viel. Mir fällt gerade auf, wir haben eigentlich hier kaum Vielfalt drin. Wir haben zwar sehr viel, aber wir haben viel von wenig. Also, ne? Ich meine, ich bin ja ein gelernter Kaufmann. Ja, ein Service-Kaufmann. Wir haben quasi ein ja, ultraschmales, wenn auch tiefes Sortiment. Naja, eigentlich heißt ja tief, dass man viele Warenarten je Gruppe hat. Also, wir haben ja hier nur viele, also, eigentlich haben wir ein schmales und flaches Sortiment, aber halt ein großes Lager. Ja. Da wollte ich mal cool tun, hat aber nicht so geklappt. Ich dachte, wir hätten mittlerweile viel mehr an verschiedenen Sachen hier. Aber es ist halt nur sehr viel doppelt gemoppelt, ne? Was könnten wir noch auf dem Feld anpflanzen? Tafel Schokolade. Warum wächst sowas nicht am Baum? Ist unfair. Ja, ansonsten. Wollen wir echt. Wir können natürlich auch wirklich komplett Felder voll mit so einem Zeug hier machen. Also nur komplett Getreidefelder voll, aber ganz ehrlich. Wir haben sowieso schon so viel Getreide. Das brauchen wir nie im Leben. Von daher würde ich mal sagen, wir lassen doch das mit den Gurken und mit den Kartoffeln hier sein. Da brauchen wir auch nicht so viel. Reif genauso. Das heißt, wirklich Sachen, die sich lohnen anzubauen, haben wir kaum was. Ist schon irgendwie hart traurig. So, das können wir noch anpflanzen. Spaß. Das wäre schön, wenn das gehen würde. Geht aber leider nicht. Haben wir hier noch was versteckt? Irgendwie, was wir irgendwie noch. Ne? Irgendwas, was. Weiß nicht. Irgendwie. Nichts. Das ist traurig. Das ist echt nicht viel. Also, muss ich schon mal so sagen. Gut, dann gehen wir mal schnell zu unseren Feldern hin. Oh, ich kann nur wieder ernten. Mal gucken, ob wir dafür noch Zeit haben. Dann mache ich erstmal hier, ne? Soweit wie es sich lohnt. So. Ja, ich mache jetzt mal komplett pro Feld eine Sorte. Ich meine, ne? So wenig verschiedene Sachen wie wir haben, dürfte sich alles andere sowieso nicht lohnen. Oh, ich meine, bei Karotten kriegen wir sogar so ein ganzes Feld voll. Bei Rhabarber auch. Easy. Hallo? Da. So. Jetzt lasse ich das in Rhabarber. Mal die anderen Sachen klatschen wir einfach noch hier vorne mit aufs Feld auf. Ach, komm. Haben wir vorne so ein bisschen Mischkultur? Easy. Tada. Okay. Ja, sieht doch schon sehr viel belebter aus. Nee, da muss ich mal vielleicht mal hier mit World Edit durchgehen. Das müsste ich aber halt bei der gesamten Welt mal machen. Einfach mal alles, die komplette Welt markieren und einfach sagen, wie place das Zeug gegen Luft oder sowas. Das Problem ist halt, ich müsste wirklich die gesamte Welt markieren. Also überall, wo wir halt schon Bäume abgepflanzt haben. Weil das ist ja echt scheiße, so ein Zeug. Also, ne, also wenn da jemand irgendwie mal so eine Mod kennt oder sowas, wo man solche Sachen automatisch sich abbauen oder gleich mit runterfallen oder gleich von der Woodcutting-Mod mit abgekattet werden, gerne in die Kommentare, weil das ist hier. Dann müssen wir jetzt hier alles mit der Hand machen. Das mache ich jetzt so. Ganz ehrlich, kein Bock. Das geht mir einfach zu hart auf den Sack.
Ja, da oben kommen wir schon, kommen wir schon nicht mehr ran. Ach Gott, Alter, ist das hässlich. Ach, da ist auch noch so ein Scheiß. Ach Gott, Alter. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Gut, dann. Klatsch mal, wie gesagt, nochmal hier vorne die ganze Kacke hier weg. Hier, das ganze Stroh. Immer der eine, der sich sträubt, erwachsen zu werden. Ah! Wer war vom Teufel reden? Hallo? Danke. So. Easy. Gutchen, haben wir es doch geschafft, soweit für heute. Genau. 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 So, wie viel haben wir jetzt hier von mittlerweile? Oh, schon ganz schön Batzen. Aber es reicht halt gerade mal für eine einzige Tasche, für einen einzigen Backpack. Vielleicht sollten wir echt hiervon noch ein ganzes Feld anlegen. Dass wir sagen, okay, komm, fuck off. Wir nehmen diese ganze Scheiße hier und klatschen da tatsächlich nochmal. Wir haben ja jetzt massig Felder. Klatschen wir die Scheiße einfach komplett voll. Fuck off. Ist mir scheißegal. Nehmen wir jetzt die hinteren Felder, die wir sowieso noch nicht so schnell gebraucht. Andererseits, wenn es weit hinten ist, dann gehen wir da kaum vorbei. Das heißt, die ganze Kacke wächst gar nicht. Ha. Das heißt, wir müssen dann hier wirklich ab und zu mal vorbeilaufen, überall, damit die Dinger auch aktualisiert werden und überhaupt wachsen können. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich meine, ich kann natürlich die Active Block Range höher stellen, aber das würde halt primär auch vor allen Dingen mehr Lags verursachen. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. So. Easy. Machen wir jetzt noch ein Feld? Lohnt sich eigentlich nicht. Ach komm, ganz ehrlich, warum nicht? Haben wir drei Felder hier mit diesem Baumwollenzeug dazu geklatscht. Das sollte die Produktion noch ein bisschen antreiben. Müssen wir, wie gesagt, ab und zu mal hier viel vorbeigehen, damit die immer mal ein bisschen wachsen. Aber sollte machbar sein. Easy. Na gut, das heißt, ja, morgen mal gucken, was wir denn machen. Vielleicht mal ein paar Sachen einschmelzen, die wir jetzt so gefarmt haben. Ansonsten halt gucken, wir haben ja jetzt massig Eisen. Gucken wegen der Bahnanlage, ob wir da jetzt mittlerweile ein bisschen was bauen können. Was brauchen wir denn dazu überhaupt? Ja genau, Eisen und Stöcker. Oh, man kommt. Wow, das ist ja billig. Okay, also das sind Preise, die gefallen mir. Ja, easy. Oh, na, dann nehmen wir dann vielleicht morgen direkt das mit den Gleisen in Angriff. Mal gucken. Schauen wir mal vor. Bis morgen.